Das muss doch feststellbar sein. Sie wissen das doch sicher wie ich. An jedem Sonntag beten und bekennen und behaupten Millionen Menschen, dass sie an eine heilige Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, glauben. Gemeinschaft der Heiligen. Sie sagen, dass sie daran glauben. Sie glauben, dass es Heilige gibt, jetzt gibt, hier, dass sie unter uns leben. Wenn das aber so ist, dann müsste man diese Heiligen doch finden können. Man müsste ihnen begegnen, auch dann, wenn sie mehr im Verborgenen zu Hause wären. Ob viele oder wenige, irgendwo, wenn sie überhaupt da sind, müssen die Heiligen auch jetzt zu finden sein. Die früheren Zeiten kann man schlecht kontrollieren. Ich will sie finden oder wissen, dass es keine gibt. Das sind die Schritte des Mannes, der durch die Stadt geht, um Heilige zu suchen. Ein merkwürdiges Unternehmen, nicht so merkwürdig, wie es im Augenblick scheinen mag. Dieser Mann könnte von einem Institut für Meinungserforschung ausgeschickt sein. Solche Institute erforschen zum Beispiel auch, wie viel Prozent der Menschen an die Existenz Gottes glauben, wie viel Prozent Christus für Gottes Sohn halten. Warum sollten sie nicht auch einmal nach Heiligen suchen lassen? Oder dieser Mann könnte der Reporter einer Zeitung sein, die um die Weihnachtszeit einen nicht ganz alltäglichen Artikel braucht. Wo fange ich an? Beim nächstbesten? In der Stadt gibt es Menschen haufenweise. Da müsste eigentlich der eine oder andere Heilige darunter sein. Gleich ist es 12 Uhr, da pressiert es den Leuten zum Mittagessen. Das passt. Hunger offenbart den Charakter. Also dorthin, wo es die meisten Leute gibt. Passen Sie doch auf, Mensch. Oh, entschuldigen Sie bitte. Der schaut, als ob er mich fressen wollte. Der ist kaum ein Heiliger. Aber es sind ja genug andere da. Ah, wie wär's mit diesem Herrn? Schlank, streng, beinahe asketische Augen. Warum nicht? Aber nein, 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 lieber Herr, wie können Sie mich so enttäuschen? Geht an dem Amputierten, der Schnürsenkel anbietet, glatt vorbei. Gewiss, es ist möglich, dass dieser Amputierte zu Hause seine Prothese anzieht und dann als feiner Herr spazieren geht, aber das weiß man eben nicht genau. Ein Heiliger würde doch sozusagen aus Vorsicht stehen bleiben und Schnürsenkel kaufen, auch wenn er sie nicht braucht. Na, vielleicht kehrt er um. Manchmal spüren die Leute ihr Gewissen erst 5 Sekunden später und gehen nochmal vorbei, ein wenig verschämt, um ihren Groschen dann loszuwerden. Das könnte auch einem Heiligen passieren. Nein, nein, er kehrt nicht um. Er ist keiner gewesen. Hm. Ah, der da kommt, hat einen beschwingten Gang. Angeblich soll das etwas bedeuten. Nein, nein, der auch nicht. Es ist doch meistens eine Enttäuschung, wenn einem die Leute näher kommen. Jetzt muss ich es wohl doch mit dem Nächstbesten versuchen. So viele Leute und keine Heilige. Wenn ich jetzt nicht irgendjemanden anrede... Oje, oje! Da ist ein Strafbefehl fällig. Bei rotem Licht glatt noch durchgefahren. Erst gezögert und dann doch gefahren. Ah, der Wachtmeister hat ihn schon am Kragen. Schreibt er denn nicht auf? Was wird er schon noch tun, wenn der Sünder weitergefahren ist? Die neuen Nummern sind ja leicht zu merken. Nein, nein, er schreibt ihn nicht auf. Man soll es nicht glauben. Hier auf dem Platz, wo ihn jeder beobachten kann, schreibt er ihn nicht auf. Wie er den Arm hebt. Eigentlich eine großartige Gebärde. Könnte so ein Heiliger heute aussehen? 1,90 Meter groß, dazu der weiße Mantel, die Macht, den Leuten zu helfen. Kann das einer sein? Aha. Ja, jetzt kommt sein Kollege, um ihn abzulösen. Das passt ausgezeichnet. Aber er wird doch nicht bloß deshalb so gutmütig gewesen sein, weil er seine 2 Stunden um hat. Gleich viel. Man muss es versuchen. Herr Wachtmeister, einen Augenblick bitte. Sind Sie, ich meine... Was ich bin? Wer sind denn Sie? Oh, hier mein Ausweis. Ich möchte Sie etwas fragen. Hoffentlich keine dienstliche Angelegenheit, da wenden Sie sich besser an meinen Chef. Nein, nein, das ist gewiss nicht dienstlich, haben Sie eine Ahnung. Können wir uns nicht einen Augenblick auf die Bank da setzen?
Wenn es Sie nicht stört, dass mir der Magen knurrt. Es wird nicht lange dauern. Ich weiß nur nicht recht, wie ich anfangen soll. Machen Sie das heute zum ersten Mal? Nur Mut, lieber Herr. Nein, nein, nicht zum ersten Mal. Es ist nur diesmal... Also, was wollen Sie wissen? Die Verkehrsdichte auf dem Platz hier oder wie man einen Verbrecher fängt? Sind Sie ein Heiliger? Ein was? Ein Heiliger. Aha. Kann ich noch mal Ihren Ausweis sehen? Bitte sehr. Ich bin nicht verrückt. Das ist nur ein verrückter Auftrag. Also gut. Ob ich ein Heiliger bin? Ja. Eigentlich ist das doch gar nicht zum Lachen. Ja, eigentlich ist das gar nicht zum Lachen. Aber meine Kollegen nennen mich halt einen komischen Heiligen. Schau an. Immerhin einen Heiligen. Wieso? Weil ich den Ehrgeiz habe, möglichst wenig Strafzettel mitzubringen. Interessant. Das hat sicher einen besonderen Grund. Noch einen besonderen Grund hat's nicht. Ich bin eben von Natur aus... Ja? Noch, das gehört nicht hierher. Wissen Sie, ich schaue mir die Leute an und ich finde, dass sie wohl mal aufgeregt sind oder auch ganz einfach dumm, aber nur selten direkt bösartig. Da gibt's dann allerdings auch bei mir kein Pardon. Ja, ja, Strenge gehört dazu, das wäre kein Widerspruch. Macht Ihnen Ihr Dienst Freude? Weil ich ein komischer Heiliger bin, ja. Können Sie das etwas näher schildern? Schreiben Sie das alles auf? Selbstverständlich, ohne Ihren Namen. Na schön. Wissen Sie, wenn der Verkehr in den sogenannten Stoßzeiten... Ja, da haben die Leute oft so hilflose Gesichter. Fußgänger, besonders die Alten. Radfahrer und sogar die Autofahrer. Und man muss auch energisch sein, damit der Verkehr nicht abreißt. Die Bummelanten, die sind ein rechtes Kreuz. Aber wenn ich dann so einen Bummelanten oder so einen Aufgeregten anlache, dann lacht er zurück. Ja, wie soll ich sagen? Als ob er ein Wunder... Naja, und auf einmal, da geht's. Aber dass Sie sich nicht einbilden, dass ich bei meinem Geschäft nur lache. Ich lache nur, wenn es ganz dick kommt. Natürlich, wahrscheinlich kann man nicht ununterbrochen ein Heiliger sein. Wie bitte? Oh, lassen Sie sich bitte nicht stören. Erzählen Sie weiter. Was wollen Sie denn noch wissen? Hat es nicht noch einen tieferen Grund, dass es Ihnen Freude macht, die Leute zu dirigieren und anzulachen? Sie quetschen mich aus wie eine Zitrone. Aber ich weiß schon, Sie müssen auch Ihr Geld verdienen. Hey? Einen tieferen Grund? Ja. Da wissen Sie, ich bilde mir manchmal ein, ich sei notwendig. Ja, und dann, es macht Spaß, 20 Fahrzeuge warten zu lassen, damit eine einzige alte Frau über die Straße kommt. Macht Spaß, da in der Mitte zu stehen. Ja, ich kann es nicht so genau sagen. Und an manchen Tagen, wenn ich schlecht aufgelegt bin, ich habe ja schließlich auch meine privaten Sorgen, da merke ich, wie viel das ausmacht. Ja, und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Bitte. Oh, einen Augenblick noch, Herr Wachtmeister. Wenn ich mich kurz fassen muss, sind Sie ein Heiliger? Lieber Herr, ich habe Ihnen doch alles beantwortet. Ob ich ein Heiliger bin, ja, das müssen Sie schon selber rausbringen. Wenn Sie mich fragen, ich bin keiner. Mahlzeit. Tja, sehr ergiebig war das nicht. Halb ja, halb nein. Wie dieses ganze verflixte Leben einerseits und andererseits. Aber es ist ja erst Mittag. Vielleicht sind die Heiligen erst später unterwegs. Ob es Heilige in einem Kaufhaus gibt? Dort ist ein Mann gelandet, nachdem er noch vielen Menschen aufdringlich ins Gesicht geschaut hat. Jetzt steht er im Trubel auf der Lauer. Es ist Samstag und es wird früher geschlossen. Er beobachtet die Gier in manchem Blick, auch die Armut, die das auswählt, was um ein paar Pfennige billiger ist. Dann beobachtet er die Verkäuferinnen und findet einen Zusammenhang zwischen ihrer Tätigkeit und einem Herrn, der durch die Reihen der Verkaufstische geht. Wo er auftaucht, werden die Verkäuferinnen geschäftiger und freundlicher zu den Kunden, interessierter am Verkauf. Der Herr muss irgendein Chef sein. Eine Verkäuferin fällt dem Reporter auf. Sie ist freundlich, auch wenn der Chef weit weg ist, und sie hat lustige Augen.
Er wird sein Glück versuchen. Womit kann ich dienen? Ich möchte... Ich will eigentlich nichts kaufen, Fräulein. Bitte, schauen Sie sich alles in Ruhe an. Ich möchte einen Augenblick mit Ihnen sprechen. Private Unterhaltungen sind während der Arbeit nicht erwünscht, mein Herr. Ja, ja, ich weiß. Oder mindestens kann ich mir das denken. Kann ich Sie nach Ladenschluss zu einer Tasse Kaffee einladen? Das ist ein Versuch am untauglichen Objekt. Sie verstehen es falsch. Wirklich? Ja, wirklich. So komisch es Ihnen vorkommt, ich bin auch im Dienst. Und Sie könnten mir helfen. Indem ich Kaffee mit Ihnen trinke? Ja, ja, sicher. Ich würde Sie Verschiedenes fragen. Nur etwas fragen, das ist meine Arbeit. Aber hier kann man ja nicht reden. Ja, bitte. Ich bitte Sie recht herzlich. Es ist sicher verrückt, wenn ich ja sage. Aber wenn Ihnen so sehr daran liegt, warten Sie unten am Ausgang. Aber es wird eine halbe Stunde dauern, bis ich fertig bin. Das schadet nichts. Aber werden Sie auch wirklich kommen? Ich schwindle Sie nicht an. Aber Sie werden eine Enttäuschung erleben, wenn Sie mich jetzt angeschwindelt haben. Nein, 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 nein. Ich setze eine große Hoffnung auf Sie. Das verstehen Sie jetzt nicht. Vielleicht werden Sie es auch danach nicht verstehen. Aber... Also, ich warte. Er wartet und sie hält ihr Wort. Und schließlich sitzen sie in einem Café und rühren mehr als notwendig in den Tassen. Kann ich Ihnen noch etwas bringen lassen? Vielleicht etwas mit Sahne. Die ist hier immer ganz frisch. Vielen Dank. Aber wollten Sie mir wirklich bloß sagen, dass Sie etwas gegen Musikautomaten haben? Natürlich nicht. Haben Sie gute Nerven? Ich denke, ja. Sind Sie eine Heilige? Ja, gewiss muss Ihnen diese Frage völlig unverständlich sein. Aber darf ich Ihnen erklären? Sie müssen nichts erklären. Ich habe die Frage gut verstanden. Ich überlege nur die Antwort. Sind Sie eine Heilige? Ja. Sie sagen, Sie haben die Frage verstanden? Ja. Auf diese Antwort war ich nicht vorbereitet. Sie haben doch danach gefragt. Ja, schon, aber können Sie Ihre Meinung über sich irgendwie begründen? Ich glaube, dass mein Leben Gott gehört. Und alles, was ihm gehört, ist heilig. Ist das nicht eine etwas zu einfache Begründung? Ich fürchte, es ist nicht so einfach, wie es sich anhört. Aber wenn doch, Gott hat es so einfach gemacht. Wieso soll ich es kompliziert machen? Ja, aber dann müsste ich doch jetzt merken, dass Sie eine Heilige sind. Und gegen diesen Vorwurf kann ich nichts sagen. Entschuldigen Sie, das klingt jetzt gemein, aber ich muss der Sache auf den Grund kommen. Sie haben sich doch von einem fremden Mann, von dem Nächstbesten, einladen lassen. Tut das eine Heilige? Sie haben gesagt, ich soll Ihnen helfen. Aber ich bitte Sie, so eine Rede ist doch mit 99% Wahrscheinlichkeit eine Ausrede. Und Sie sind kein Kind mehr, Sie mussten damit rechnen. Habe ich auch. Ich habe nur weitergedacht, dass Sie vielleicht zu dem einen Prozent gehören. Das stimmt ja auch. Also? Fräulein, Sie machen es mir schwer. Meinen Sie also im Ernst, dass man mitten in diesem blödsinnigen Leben so einfach heilig sein kann? Ja. Heilig? Das müsste heißen, das Jenseitige oder die Ewigkeit oder die Nähe Gottes mitten in diesem blödsinnigen Leben. Das Leben ist nicht blödsinnig. Nicht? Das ist Ansichtssache oder vielmehr eine Sache der Erfahrung. Gott müsste in diesem Café jetzt spürbar sein. Man müsste merken, dass dieser ganze Quatsch da um uns her gar kein Quatsch ist. Lassen Sie mich bitte ausreden. Heilig, das wäre eine Hoffnung, Zuversicht, anderer Maßstab. Heilig wäre Barmherzigkeit, Liebe. Eine offene Tür, verstehen Sie? Das wäre heilig. Warum sagen Sie nichts? Sie wissen es ja, ich gebe Ihnen recht. Was hilft mir das Wissen? Sehen möchte ich es. Mein Chef will von mir nicht eine Abhandlung über Glauben, sondern einen Erfahrungsbericht. Sind Sie böse, wenn ich jetzt nach Hause gehe? Ich habe Sie gekränkt. Es tut mir leid.
Meine Erregung kommt nur daher, dass Sie behauptet haben, Sie sind eine Heilige. Wie konnten Sie sowas sagen? Damit soll man doch nicht leichtfertig umgehen. Wenn ich Nein gesagt hätte, wäre es sicher weniger die Wahrheit. Deshalb habe ich Ja gesagt. Ich habe Ihnen die Stimmung verdorben. Es kommt davon, wenn man sich zu viel zumutet. Sie haben es falsch verstanden. Gott mutet es uns zu. Auf Wiedersehen. Oh, bleiben Sie doch noch. Aber es hat ja keinen Sinn. Herr Ober, bitte zahlen. Ja, war das Mädchen eine Heilige? Immerhin konnte sie den Mann, der von Berufs wegen neugierig sein muss, einen Augenblick seinen Beruf vergessen lassen. Das ist schon etwas. Möglicherweise wird der Mann erst später Verschiedenes an dem Mädchen merkwürdig finden. Denn oft merken wir erst hinterher, dass Gott vorbeigegangen ist. Aber im Augenblick hat der Mann keine Zeit, um nachzudenken. Es geht ihm, wie es den meisten geht. Er braucht einen Erfolg. Er erinnert sich, dass Heilige häufig arm sind. So fährt er in der sinkenden Nacht in die Vorstadt hinaus, wo die Häuser niedrig sind, in ihrer Armseligkeit erhalten, weil sie für Bomben offenbar nicht wichtig genug waren. Noch weiter vor der Stadt wohnen dann schon wieder vornehme Leute, aber hier am früheren Rand der Stadt gibt es noch Hinterhöfe. Vor einem Haus steht ein dicker Wagen. Wie kommt der hierher? Schicker Wagen. Er könnte einem gehören, der finstere Geschäfte macht. Oder einem Kavalier, der für eine Liebschaft nicht allzu viel aufwenden will und deshalb in die Vorstadt geht. Aber für das Mädchen ist der Wagen natürlich eine große Sache. Reichtum, weite Welt. Armes Kind. Ach Quatsch, Sentimentalität. Ich glaube, ich bin nicht mehr ganz zurechnungsfähig. Könnte ein Heiliger der Besitzer sein? Wenn er in dieser Umgebung unbesorgt mit diesem Wagen sich zeigen kann, ist das immerhin bemerkenswert. Aha, da kommt er ja aus dem Haus. Also, letzter, wie viel Uhr ist es eigentlich? Es geht noch. Mindestens vorletzter Versuch. Suchen Sie etwas? Ich habe auf Sie gewartet. Wo fehlt's denn? Das fragen Sie so ohne weiteres? Das ist erstaunlich. Lieber Herr, ich habe keine Zeit für Philosophie. Brauchen Sie mich oder brauchen Sie mich nicht? Ja, doch, doch, doch. Sie sind... Ich bin Arzt und habe es eilig. Ach so. Na, was haben Sie denn sonst geglaubt? Suchen Sie einen Propheten? Nein, das nicht gerade, aber immerhin. Hier ist mein Ausweis. Kann ich mich ein paar Minuten zu Ihnen in den Wagen setzen? Was es nicht alles gibt auf der Welt. Also ein paar Minuten, aber nicht länger. Sie haben meinen Ausweis nicht angeschaut. Ich könnte doch auch... Haben Sie keine Angst? Nein. Sehr gut. Und woher haben Sie dieses Vertrauen in die lieben Mitmenschen? Aus Erfahrung. Na, hören Sie mal, die Erfahrung mit den lieben Mitmenschen ist doch meist anderer Art. Bei mir nicht. Einmal hat es einer bei mir versucht. Ich weiß nicht mal, ob er den Wagen oder die Brieftasche wollte. Ich habe ihn... Naja, gleich anschließend habe ich ihn behandelt, dass er wenigstens nach Hause gehen konnte. Mhm. Eine Mischung aus Brutalität und Freundlichkeit. Genau das, was ein Arzt braucht. Ah. Erzählen Sie doch von Ihrem Beruf. Aber nicht das Offizielle. Ich meine das, was Sie heimlich denken. Na, Sie sind gut. Das Auto als Beichtstuhl passt übrigens gar nicht schlecht dazu, weiß ich auch aus Erfahrung. Man muss sich dabei nicht anschauen, redet aneinander vorbei und deshalb besser zueinander hin. Ich glaube, bei Ihnen bin ich richtig. Das ist ein Irrtum. Ich bin, sehen Sie, es gibt dreierlei Kranke. Eine ganze Anzahl, die mich holen, würden von selbst gesund. Es würde nur etwas länger dauern. Immerhin wird die unnütze Krankheit abgekürzt. Wenn Sie nochmal so einen Quatsch sagen, dann schmeiße ich Sie raus. Entschuldigen Sie. Ich werde Sie nicht mehr unterbrechen. Das steht mir auch gar nicht zu. Andere würden ohne Arzt nicht gesund. Wie viele das sind, weiß man nicht, denn man kann es natürlich nicht darauf ankommen lassen.
Wieder von anderen weiß ich genau, dass sie nicht mehr gesund werden. Ich schwindle ihnen aber vor, dass es ihnen gut geht. Ich würde nicht den harten Ausdruck schwindeln gebrauchen. Sie müssen es ja auch nicht tun. Ich als Journalist muss nicht schwindeln, haben Sie ja eine Ahnung. Wenn ich nicht bei Ihnen noch Glück habe, muss ich bis morgen früh eine Geschichte erfinden. In dem Haus hier habe ich eben wieder einen angelogen. Ich kann das in überzeugender Weise. Und warum tun Sie das? Ja, warum tue ich das? Zunächst einmal, verstehen Sie, ich muss so und so viele Besuche am Tage erledigen. Da kann ich keine seelischen Komplikationen brauchen. Wenn ich sage, es geht Ihnen gut, brauche ich nur den dritten Teil der Zeit, als wenn ich sage, es geht Ihnen schlecht. Das ist ein Grund. Weiter? Ich habe so wie jeder andere auch nur eine bestimmte seelische Leistungsfähigkeit. Ich muss mir die Patientin vom Leibe halten. Wenn ich überall ganz und gar einsteigen würde, wäre ich bald fertig. Das ist ein zweiter Grund. Weiter? Was denn weiter, weiter, weiter? Sie müssen ja nur sagen, dass es weiter keinen Grund gibt. Ja, und dann ist dann noch... Das hat keinen Sinn. Bitte steigen Sie daraus. Ich muss jetzt fahren. Was ist da noch? Das ist doch offenbar die Hauptsache. Stimmt, mein Lieber. Sie haben so lange an mir herumgefragt, bis es mir wieder eingefallen ist. Aber das kann ich nicht mehr mit Ihnen besprechen. Bitte, wenn Sie jetzt nicht aussteigen, müssen Sie mitfahren. Ich gehe ja schon. Wenn ich einmal krank bin, ich schreibe mir Ihre Nummer auf. Ihren Namen sagen Sie ja doch nicht. Nehmen Sie einen anderen Arzt. Ich werde mich auf das verlassen, was Sie nicht mehr sagen wollten. Hoffentlich habe ich es bis dahin nicht wieder vergessen. Wiedersehen. Wiedersehen. Halt! Noch eine Sekunde. Jetzt habe ich die Hauptsache vergessen. Ich kann keine langen Erklärungen mehr abgeben. Sind Sie ein Heiliger? Ich verstehe Sie nicht. Ob Sie ein Heiliger sind? Ich? Nein. Sind Sie vielleicht einer? Sie haben Ihre Sache nicht schlecht gemacht. Sie haben mich an etwas erinnert. Wie war das am Anfang? Der Mann, den wir begleitet haben, sagte: An jedem Sonntag beten und bekennen und behaupten Millionen Menschen, dass sie an eine heilige Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, glauben. Gemeinschaft der Heiligen. Sie sagen, dass sie daran glauben. Sie glauben, dass es Heilige gibt, jetzt gibt, hier, dass sie unter uns leben. Wenn das aber so ist, dann müsste man diese Heiligen doch finden können. Man müsste ihnen begegnen, auch dann, wenn sie mehr im Verborgenen zu Hause wären. Ob viele oder wenige, irgendwo, wenn sie überhaupt da sind, müssen die Heiligen auch jetzt zu finden sein. Und davon muss nach dem Gang durch die Stadt nichts zurückgenommen werden. Aber dann sagte der Mann noch: Ich will sie finden oder wissen, dass es keine gibt. Und das ist der Irrtum. Er hat nämlich weder gewagt, einem, der es ablehnt oder nicht weiß, die Heiligkeit zuzusprechen, noch hat er in seine Sicht des Lebens das Mädchen einordnen können, das Gott und deshalb sich selbst glaubt, dass sie heilig ist. Es geschieht ihm recht, dass die Frage an ihn kam, wer er selbst ist. Vielleicht hat er gemerkt, dass das Leben Heilige braucht, die Unbekannten und die, die sich dazu bekennen. Er geht durch die Stadt, um zu suchen. Möglicherweise gibt er es nicht auf. Und möglicherweise geht er eines Tages auch uns mit seiner Frage auf die Nerven. Verzeihung, sind Sie ein Heiliger?